Weit entfernt hörte sie Kirchenglocken schlagen, aus einer Welt, von der sie nichts wissen wollte. Sie presste sich eine Hand auf jenes Ohr, das sie nicht im Kissen vergraben konnte. Johanna di Napoli blinzelte, kniff die Augen wieder zu und wünschte sich, beim nächsten Aufwachen in ihrem eigenen Bett zu liegen. Sie hatte keine Ahnung, wo sie war und wer neben ihr schnarchte. Mit aller Anstrengung versuchte sie, sich wegzuträumen. Das Ergebnis war ein nervöser Halbschlaf, der ihren letzten Rest Energie aufzehrte. Es dauerte ein halbes Leben, bis sie gewahr wurde, dass sich das Wesen neben ihr erhoben hatte. Als sie hörte, wie eine Tür geschlossen und kurz darauf ein Toilettendeckel hochgeklappt wurde, setzte sie sich auf. Vorsichtig schaute sie unter die Bettdecke. Es war noch alles da, abgesehen von den Kleidern. Offensichtlich hatte sie in einer Whiskybrennerei übernachtet. Anders ließ sich das Sammelsurium an herumstehenden Flaschen nicht erklären. Sie umzingelten das Bett, als probten sie für eine Puppentheaterversion von Die Nacht der lebenden Toten. Im weiteren Umkreis lagen Johannas Kleider. An der Wand standen Regale voller Bücher, wahrscheinlich lauter Anleitungen zum Schwarzbrennen. Mit einem Intellektuellen hätte sie sich kaum eingelassen. Einem, der richtige Literatur in seiner Wohnung stehen hatte. So viel konnte sie gar nicht getrunken haben. Allerdings, gemessen an ihren brennenden Augen und dem stumpfen Schmerz in ihrem Kopf, konnte sie sich dessen nicht ganz so sicher sein. Im Grunde genommen wusste sie gar nichts, von der letzten Nacht noch weniger. Seufzend schellte sich Johanna aus der Bettdecke. Als sie versuchte, sich zu erheben, wurde ihr schwarz vor Augen. Sie setzte sich wieder. Sekunden später der zweite Versuch. Diesmal klappte es. Sie sammelte ihre Kleider auf und gab sich alle Mühe, sie in einer sinnvollen Reihenfolge anzuziehen. Beim Überstreifen der Strümpfe zu versuchen, auf einem Bein zu balancieren, war mutig, aber sinnlos. Also stützte sie sich mit den Schultern am Bücherregal ab. Ein Blick auf die farbigen Rücken ließ sich nicht vermeiden. Es handelte sich um Kunst. Hatte sie sich also doch einen Mann aus der Kaste der Unberührbaren abgeschleppt? Oder er sie? Wahrscheinlich würde er bei seinen vergeistigten Freunden damit angeben, eine Polizistin flachgelegt zu haben. Falls sie nur das Geringste davon mitkriegen sollte, würde sie ihn mit einem seiner schönen geistigen Wälzer erschlagen. Dazu müsste sie allerdings wissen, wer er war, wie er hieß und wie er aussah. Als sie an der Tür zum Badezimmer vorbeischlich, hörte sie auf der anderen Seite Geräusche, deren Ursprung sie nicht weiter erforschen mochte. Sachte öffnete sie die Wohnungstür. Auf der Wiese vor dem Haus lag Schnee. Es war Mitte März und der Frühling schien in einem anderen Erdteil beschäftigt zu sein. Hier aber waren die Menschen geschäftig. Gegenüber lag ein Schulhaus. Dort luden Eltern ihre Kinder aus den Autos. Eilig und konzentriert, so wie sie nach dem Einkauf bei Aldi mit Kisten voller Lebensmittel hantieren würden. Nur in umgekehrter Laderichtung. Johanna kannte die Gegend. Offensichtlich war sie bei ihrem nächtlichen Abenteuer im Kreis 4 geblieben. Ihrem Arbeitsort. Um die Ecke kam sie zum Hartplatz. Im Wesentlichen eine trostlose Ansammlung von Büschen, um welche die Straßenbahn sich im Kreis drehte, als ob es keinen Sinn machen würde, weiter aus der Stadt hinauszufahren. Johanna warf einen Blick auf die Zeitungskästen bei der Endstation des Achtertrams. Heim ins Reich, lautete die Schlagzeile des Tages. Die Jugos haben Pause, jetzt sind die Deutschen dran, hatte es vor wenigen Tagen geheißen. Die Debatte um die deutschen Einwanderer tobte seit Wochen. Überall schienen die Schweizer zu kurz zu kommen. An den Universitäten, in den Spitälern, in der Bäckerei, wo einem die Deutschen mit einem forschen »Ich kriege ein Hörnchen« das letzte Croissant vor der Nase wegschnappten, bevor man auch nur ansatzweise ein schüchternes »Ich hätte gerne ein Gipfeli« stammen konnte. Johanna überlegte, welche Sprache sie letzte Nacht gesprochen hatte, konnte sich aber beim besten Willen nicht erinnern. Vermutlich hatten sie nonverbal kommuniziert. Sie zog sich die Mütze über die Ohren und stapfte in Richtung Hohlstraße davon.
Wenn sie sich sputete, schaffte sie es, nach Hause zu fahren und zu duschen, bevor sie in der Polizeihauptwache antreten musste, wovon sie nichts Gutes erwartete. Eine Versetzung ins Archiv vielleicht oder in die Kopierbrigade, wohin die Alkoholiker entsorgt wurden. Ein Entscheid, den sie nicht anfechten würde. Dazu war sie gerade etwas knapp an Argumenten. Danke. Michael Herzig.